Salam Kitchen ist ein privatwirtschaftliches Restaurant mit dem Unterschied zu anderen Restaurants, dass wir hier tagsüber ganz viel mit geflüchteten Menschen arbeiten. Bedeutet, dass wir geflüchteten Menschen die Chance geben, uns 4 Monate am Stück, 5 Tage die Woche über die Schulter zu gucken und ein bisschen Gastronomieerfahrung zu sammeln sozusagen. Das heißt, ich und mein Team versuchen die Teilnehmer fit zu bekommen für das Berufsleben oder eine Ausbildung in der Gastronomie. Für uns war die Idee bei Salam Kitchen oder bei dem Namen, etwas zu schaffen, was sehr übergreifend ist, in vielen Kulturen und Nationen einfach verwendet wird. Ne? Im orientalischen Raum ist Salam die gängige Begrüßungsform, aber einfach auch irgendwie noch viel mehr. Also es ist nicht nur ein stumpfes Hallo, sondern wirklich auch ein Willkommen. Und mit Salam Kitchen wollten wir so ein bisschen ausdrücken, dass bei uns jede Nation, jede Religion willkommen ist und wir uns natürlich wünschen, dass auch alle diese Religionen, Kulturen und Nationen gemeinsam an großen Tafeln sitzen und zusammen essen, diskutieren und die Zeit genießen. All diese religiösen und politischen Probleme, die da eigentlich sonst im Weg stehen, dürfen bei uns gerne draußen gelassen werden. Es sind ganz viele verschiedene Menschen Teil des Teams. Wir haben selbstverständlich deutsche Mitarbeiter hier, wir haben aber auch israelische, syrische Mitarbeiter, ich selber habe Wurzeln in Pakistan, Leute aus Albanien, aus der Mongolei, aus der Türkei, also ich kann es an 2 Händen glaube ich gar nicht abzählen, wie viele verschiedene Nationalitäten und Kulturen bei uns im Team mitwirken. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil das ganze Projekt, was wir hier machen, natürlich sehr viel vielseitiger macht. Also Salam Kitchen steht nicht für eine länderspezifische Küche, sondern ist schon so ein übergreifendes Projekt, wo wir unsere Fühler in alle Himmelsrichtungen mal ausstrecken. Und umso mehr verschiedene Nationalitäten hier mitwirken, umso schöner ist das Ganze dann für das Projekt, einfach weil es umso vielseitiger wird. Also Liebe geht auf jeden Fall durch den Magen. Das ist auch gerade das, weswegen wir uns dieses Konzept entwickelt haben, weil ich glaube, dass man gerade durch Essen viele Brücken bauen oder viel Eis brechen kann.